Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zum Mini Motorways, dem geistigen Nachfolger zu Mini Metro. Ja, Zuschauer meines Kanals, die schon länger dabei sind, wissen, dass wir Mini Metro vor ungefähr 15 Jahren mal gespielt haben. Nein, ich weiß nicht, ist schon ein paar Jahre her. Da kam das Spielchen raus, da ging es darum, dass wir halt ein U-Bahn-System in einer Stadt aufbauen mussten und dementsprechend die Leute dann von A nach B transportieren mussten. Jetzt, wie gesagt, der Nachfolger Mini Motorways. Hier, ihr seht das schon im Menü, müssen wir Leute von ihren schnuckeligen Wohnhäusern zu, ich sag jetzt einfach mal, Einkaufszentren befördern. Dies auch möglichst effektiv, bevor die Stadt dann irgendwann unweigerlich zusammenbricht. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein Spiel, das Tutorial, das sparen wir uns einfach. Es gibt tägliche Herausforderungen, wie ihr seht, wöchentliche Herausforderungen, ja. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal in Los Angeles. Hier ist mein bester Score von 97. Und mal sehen, ob wir den knacken können. Während wir spielen, erkläre ich euch natürlich, was zu tun ist. Hier haben wir zum Beispiel schon das erste Einkaufszentrum und hier das erste Wohnhaus. Ich gucke mal kurz, ob man das Einkaufszentrum drehen kann. Nein, das kann man nicht drehen, aber die Häuser kann man drehen. Ich baue die Stadt einfach mal hier runter. Die Stadt, die Straße natürlich. Und hier rum. Und dich einmal hier runter. Man kann die Häuser drehen. Genau, man kann die Häuser drehen und ich verbinde die einfach mal so. Genau, ihr seht hier die Punkte. Und die Punkte müssen jetzt von diesen kleinen Leuten hier in ihren Autos abgeholt werden. Das ist jetzt noch alles vollkommen übersichtlich. Ihr seht ja unsere Score von 2. Wir haben Montag und am Ende der Woche bekommen wir immer einen Bonus, den wir uns aussuchen können. Wie zum Beispiel neue Straßen, die wir verlegen können. Brücken, Kreisverkehr, Ampeln und sowas. Aktuell habe ich noch 14 Straßen, die ich bauen könnte und eine Brücke, falls es irgendwann mal hier übers Wasser geht. Aber im Moment läuft das ja noch ganz gut. Und beschleunigen wir das Ganze mal, das geht nämlich auch. Auf zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden bzw. Schnelligkeitsgraden. Normal und super duper schnell. Ja, also zumindest etwas schneller. So, bin mal gespannt. Das heißt, ich glaube, ich werde die Straße mal ein bisschen anders bauen. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal das hier so hin, die Straße runter. Und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, man muss immer die Farben miteinander verbinden. Jetzt müssen wir hier tatsächlich eine Brücke drüber bauen. Gut, muss ja dann so sein. Dann ziehen wir das einmal hier rüber. Die Roten fahren natürlich zu den roten Einkaufsrändern. Es können auch Arbeitsplätze sein, ich weiß es nicht. Oder denkt euch irgendwas aus. Und die Gelben fahren zu den Gelben. Vielleicht gibt es noch Dunkelblau, Hellblau, Grün und was weiß ich, was da für eine Farben zukommen. Das ist, wie gesagt, jetzt alles noch sehr übersichtlich. Irgendwann wird es richtig wuselig und dann wird es auch schwierig, da einen Überblick zu behalten. Jetzt läuft gleich die Woche ab, was sehr schön ist. Und während wir 11 Güter oder 11 Personen befördert haben. So, die erste Woche ist rum. Welches Upgrade nehmen wir? Kreisverkehr und 20 Straßen oder 2 Ampeln und 20 Straßen. Ja, bei 2 Ampeln kann ich einfach nicht widerstehen. Die nehme ich einfach mal. Auch wenn wir die jetzt im Moment noch nicht brauchen, könnte irgendwann das hier könnte zum Knotenpunkt werden. Dass wir da dann eine Ampel hinsetzen. Sonst fahren die sich nämlich alle gegenseitig in die Karren. Nein, in die Karren fahren die sich nicht. Aber nichtsdestotrotz behindern sie sich im Verkehr. Jetzt ist der Gelbe auch hier drüben. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich überlege gerade, ob ich eine Straße hier runterziehe. Oder... Ja, das machen wir einfach mal. Aber bitte nicht so, sondern so und dann so. Geht das? Ja, das geht. Ah, dann werden wir wahrscheinlich hier irgendwann mal einen Knotenpunkt haben. Aber ich kann ja hier noch eine Straße rumbauen. Die freuen sich bestimmt hier. Einmal komplett mit Straßen umrundet. Die freuen sich dann im Haus. Ja, ja. So, das nächste Häuschen. Das können wir so lassen von der Ausrichtung. Ja, manchmal hat man auch das Problem, dass man einfach keine Straßen mehr übrig hat. Wenn dann neue Häuser oder neue Geschäfte entstehen. Dann muss man optimieren oder versuchen oder gucken, dass man die Woche abwartet. Dann halt neue Straßen zu bekommen. Aber im Moment, wie gesagt, das ist noch alles sehr übersichtlich. Das Haus bitte auch so herrichten, genau. Ja, das könnte jetzt auch irgendwann mal wieder so ein Knotenpunkt werden hier. Wenn drei Häuser zusammenkommen. Bitte einmal so drehen, genau. Gut, dass man die Häuser drehen kann, das habe ich nur durch Zufall herausgefunden. Es kann sein, dass das erwähnt wurde im Tutorial, habe ich dann aber nicht mitbekommen. Es gibt nämlich ein kleines Tutorial, da wird einem alles erklärt, aber naja, manchmal penne ich halt. Jetzt überlege ich gerade, die Roten müssen ja alle hierher fahren. Wird es Sinn machen, hier unten so eine Ausfallstraße zu bauen? Aber das verbraucht ganz schön viele Straßen dann, ne? Das lassen wir erstmal. Es gibt irgendwann, werden wir auch die Möglichkeit bekommen, Autobahnen zu bauen. Da sind die Autos dann natürlich dementsprechend schneller unterwegs, logischerweise. Und die Autobahnen führen dann über die
ja, wie man das so kennt aus Los Angeles, aus den amerikanischen Städten, so praktisch über diese Highways. Deswegen heißt es auch Highways, weil sie halt über die Stadt führen. Eine Brücke haben wir nicht, brauchen wir im Moment auch nicht. Ich nehme mal hier den Kreisverkehr und 20 Straßen. So, das nächste rote Gebäude, Kaufhaus. Hier noch eins und du drehst immer bitte da rum, das Haus. Das ist echt gut, dass man die Häuser drehen kann, dass man da nicht so festgefahren ist. Jetzt haben wir zwei rote Häuser hier, die können dahin fahren, die drei können dahin fahren. Das passt im Moment alles ganz gut. Und da haben wir das erste gelbe, blaue Gebäude. Kann ich dich so ziehen? Genau. Und dich verbinde ich einmal hier runter. Ja. Das ist halt das Problem, dass die Autos nicht einfach irgendwo hinfahren können. Nein, du bist natürlich immer, von Farbe zu Farbe fahren. Jetzt überlege ich gerade, ob es einen Sinn macht, hier irgendwo einen Kreisverkehr einzusetzen. Der nimmt leider Platz weg, der Kreisverkehr, deswegen... Ah, ihr seht schon, den kann man nicht überall hinbauen. Nein, ich glaube, im Moment ist das noch nicht nötig, genauso wenig wie eine Ampel nötig ist. Wenn sich das hier so ein bisschen knubbelt, ja, aber das ist im Moment noch nicht viel. Ihr werdet auch gleich sehen, je mehr Gebäude kommen, das merkt man erstmal im ersten Moment gar nicht, dass die Karte immer weiter nach hinten rausrückt, beziehungsweise man immer weiter nach oben rückt, von der Ansicht her. Ja, ihr seht jetzt aber ganz blöd hier. Dann baue ich euch einmal hier rum. Das reicht ja erstmal. Dann kann der Blaue hier immer hin und her fahren. Ja, machen wir das halt so. Aber das ist jetzt schon mal ganz optimal. Da bleiben die Blauen unter sich. Also die Hellblauen. Ja, kaum sage ich es schon, bleiben sie nicht mehr unter sich. Und das ist jetzt nicht gut, weil die blauen Häuser hier weit entfernt von diesem Geschäft sind. Ei, 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 ei. Einmal da verbinden. Und euch muss ich natürlich auch verbinden. Am besten auf dem kürzesten Weg Richtung Brücke. Das wird sich wahrscheinlich hier nachher dann auch knubbeln. Einmal bitte das Gebäude dahin drehen und dann hier hoch. Also das wäre jetzt zum Beispiel schon der erste Kandidat für eine Autobahn, dass wir hier die Blauen einmal hier rüber zu den anderen Blauen führen. Aber dafür müssen wir erstmal eine eigene Autobahn bekommen, die wir noch nicht haben. Die wir jetzt immer noch nicht bekommen haben, aber ich nehme jetzt mal die Brücke mit 20 Straßen, für den Fall, dass wir noch eine Brücke brauchen. Weil es könnte ja auch durchaus Sinn machen, dass wir hier oben irgendwo eine Brücke hinsetzen, um hier eine, ich sag mal, Umgehungsstraße zu bauen. Und hier sehen wir schon das erste Problem. Da fahren irgendwie gar keine Hellblauen hin. Ah, natürlich fahren da keine Hellblauen hin, weil ich die Straßen nicht verbunden habe. Ich Depp. So, dann mache ich das jetzt mal mit der Umgehungsstraße. So. Jetzt haben die Blauen auch einen Anschluss an den Rest der Stadt. Da fahren sie auch los. Mein Gott, wie sie rasen. Sehr schön. Naja, das ist nochmal gut gegangen, aber das hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber das ist dann, wenn man halt am Quatschen ist gleichzeitig, dann ist das alles nicht so einfach. Das Ganze mal wieder ein bisschen beschleunigen, aber das ist schon die höchste Geschwindigkeit. Na gut, dann alles gut. Ja, das ist ganz gut, dass die Hellblauen hier oben rumfahren können, ja. Das ist ganz gut. So, die Roten hier, kannst du da verbinden bitte einmal. Dankeschön. Im Moment sieht noch alles gut aus. Wie gesagt, wenn das hier voll läuft mit, ich nenne es jetzt einfach mal Waren, dann startet ein kleiner Timer und wenn man dann nicht rechtzeitig für Abhilfe sorgt, dann ist halt die Karte das Spiel verloren. Man soll immer aufpassen, die Häuser, die aufpoppen, sieht man manchmal gar nicht so. Also die Ampeln an sich da, die wir jetzt hier haben, zwei Stück haben wir noch nicht benutzt, aber jetzt kriegen wir die erste Autobahn. Lass uns mal überlegen, was Sinn machen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, dass die Blauen hier verbunden werden. Das läuft im Moment noch ganz gut. Das nächste Einkaufszentrum ist wieder ein rotes. Okay. Mit zwei Anschlüssen. Aber das mit den Hellblauen läuft im Moment ganz gut. Da brauche ich vielleicht gar keine Autobahn. Es macht jetzt auch gar keinen Sinn, das irgendwie von hier nach da zu verbinden, wenn da keiner hinfährt. Die Hellblauen fahren von hier nach da.
Hier haben wir die Roten, die da und da hinfahren. Hier haben wir die Roten, die da hinfahren. Das ist alles noch auf kurzem Wege. Am weitesten sind vielleicht sogar noch die Gelben entfernt von ihren Punkten hier, von ihren Einkaufszentren. Aber gut, dass wir so eine Autobahn hätten, falls es jetzt noch voller wird. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein gelbes Einkaufszentrum dazu bekommen und ein gelbes Haus. Das ist jetzt am Arsch der Welt. Entschuldigung, aber das ist jetzt nicht so schön. Machen wir es mal so. Einmal hier. Dann kann der Gelbe nämlich hier unten rumfahren. Jetzt wird vielleicht eine Autobahn sogar schon Sinn machen. Ach komm schon. Und die ganzen gelben Häuser hier. Das Problem ist ja auch, dass die ja nicht nur hinfahren, sondern auch wieder zurückkommen müssen, logischerweise. Das nächste rote Gebäude direkt angeschlossen. Dich drehe ich mal bitte hier runter. Genau. Also man muss natürlich die Zeit nicht immer anhalten zum Bauen. Ich mache das irgendwie immer automatisch. Aber lass uns mal kurz überlegen. Wir haben jetzt viele gelbe, die hier noch nicht hin müssen, aber irgendwann hin doch hin müssen. Deswegen würde es eventuell Sinn machen, von hier eine Autobahn darüber zu bauen. Oder eine Autobahn von hier darüber zu bauen. In die Richtung, vielleicht hier hin. Dann können die Gelben darüber fahren und die Roten können im Bedarfsfall auch darüber fahren. So, das einfach mal machen, damit ihr das auch mal seht mit der Autobahn. Fangen wir mal hier an und dann ziehen wir den Punkt einfach hier rüber. So, und schon ist die Autobahn da. Also praktisch der Highway. Gebäude überbaut, ja, was soll das schon? Wir können noch eine Autobahn bauen. Wir haben aber nur 6 Straßen, deswegen nehme ich jetzt mal wieder die 2 Ampeln und die 20 Straßen, dass wir hier nachbessern müssen. Straßen, wie jetzt zum Beispiel hier wieder. Naja, es wird von gelben Autos benutzt und von roten Autos, die Autobahn. So wie es sein sollte. Leider, da wo nämlich Punkte sind mit der Autobahn, kann man leider keine Ampel hinsetzen oder einen Kreisverkehr. Das funktioniert leider nicht. Mal gucken, im Moment fließt der Verkehr ja trotzdem irgendwie. Ich glaube, wir können trotzdem hier unten mal eine Ampel hinsetzen. Schwupp. Sehen wir auch hier den grünen Punkt, der natürlich dementsprechend dann auch rot wird. Damit die anderen fahren können. So, jetzt bitte die roten hier runter. Da wird schon ganz schön voll. Und da haben wir die ersten grünen, die noch unter sich sind. Hier oben noch einen roten. Die rote Siedlung hier oben. Wird hier eventuell auch schon bei den Autobahnen von da nach da anbieten. Ja, auch die Autobahn kann man abreißen, wenn man möchte. Hier knubbelt es sich auch in der Mitte. Dann kommt da bitte auch eine Ampel hin. Autobahn, die nehme ich jetzt mal. Ja, ich hätte vielleicht lieber die Brücke nehmen sollen. Okay, 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 kein Problem. Das Problem ist jetzt nur, wenn hier irgendwo ein grünes Einkaufszentrum besteht, dann können wir hier nicht hinbauen, außer mit einer Autobahn, die ich jetzt eigentlich nicht dafür verschwenden wollte. Da kommt noch ein blaues Einkaufszentrum zu, ein hellblaues. Das heißt, dass auch die hellblauen darüber müssen. Habe ich gesehen, die beiden Häuser hier? Kein Problem, werden verbunden. So, und das wäre jetzt natürlich der perfekte Moment für eine zweite Autobahn. Das ist das Problem, wenn der mir jetzt hier ein grünes Haus irgendwo hinhaut. Also hier in dem Bereich. Die blauen fahren hierhin und dahin. Dafür benutzen sie wahrscheinlich auch den Weg hier rum. Ja, das ist ein blaues, ein hellblaues. Also ich rede immer von den hellblauen. Moment, die dunkelblauen sind uninteressant, da wir da nur ein Haus von haben. Wird es natürlich Sinn machen, wenn wir hier eine Autobahn hinbauen, um da hinzukommen. Ja, ist die Frage. Oder können wir hier vielleicht noch eine Autobahn dran setzen? Weil das wird mir dann zu knubbelig. Ich probiere das einfach mal aus. Hier hin, dann da rüber.
So, genau, dann können die Blauen dahin und die Roten können dahin. Zu ihrem roten Einkaufszentrum. Highway Number 2. So, das sieht doch ganz gut aus. Ob wir den neuen Rekord schaffen? Ich weiß es nicht. Hier ist die blaue Siedlung, da oben ist die rote Siedlung, hier ist die gelbe Siedlung. Dann wird sicherlich früher oder später eine grüne Siedlung kommen. Dass dunkelblau so gar nicht kommt, finde ich interessant. Okay. Aber irgendwie sieht das ganz gut aus mit den Ampeln hier, auch wenn das alles relativ klein ist. Ich wünschte immer, man könnte reinzoomen. Das geht leider nicht. Nicht so. Halt, weg. Kann ich jetzt nicht löschen. Ist aber doof. Kann ich das nicht löschen? Ja, machen wir es so. Okay, okay, okay. So, die Gelben knubbeln sich. Warum knubbeln sich hier die Gelben? Während hier oben noch ein gelbes Haus ist. Ich habe es gesehen. Wegen der Ampel? Knubbeln sich wegen der Ampel? Nehmen vorsichtshalber mal die Brücke. Ja, wenn die sich da knubbeln an der Ampel, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn die Ampel da ist. Aber ich kann da sicherlich auch keinen Kreisverkehr hinsetzen. So, benutzen die Hellblauen nicht die Autobahn? Doch, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, es knubbelt sich hier extrem, doch. Kann ich hier vielleicht doch einen Kreisverkehr hinsetzen? Ich lösche mal einmal kurz die Ampel. Nein, es geht leider nicht, weil der Platz wegnimmt. Dann kommt die Ampel da doch wieder hin. Na, mit Rot und Gelb kriegen wir hier Probleme. Wünschte ich, dass ich noch eine zweite Autobahn hätte. Hier oben, ja, hellblau, okay. Jetzt gerade keine Zeit für hellblau. Das knubbelt sich echt extrem, da müssen wir aufpassen. Hier knubbelt sich das auch, aber vielleicht auch durch die Ampeln. Ja, ein Kreisverkehr wäre besser. Ich meine, generell jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, weiß, dass Kreisverkehre besser sind. Wie viel Zeit man schon alleine an roten Ampeln verschwendet, wie viel Lebenszeit, ist unglaublich. Jetzt läuft hier der Timer, hier oben läuft der Timer. Hätten wir ein zusätzliches Upgrade durch eine Autobahn, die ich jetzt einfach mal genommen habe. Die packe ich mir jetzt einmal hier hin. Auch wenn sich das kaum lohnt. Das ist ja nur ein kleines Autobahnbähnchen. Aber schon übel. Eieiei. Ja, hier hat mir noch gerade gefehlt, hier oben. Hier ist gleich Ende. Ist das wegen der Ampel? Ich lösche mal die Ampel. Vielleicht läuft es dann besser. Wollen wir doch gucken, wie sie zurechtkommen. Es läuft dadurch natürlich nicht besser. Rot, oh Gott. Ja, so schnell kollabiert man. War da jetzt die Ampel dran schuld? Ich weiß nicht genau. 606 Pendler haben wir nun geschafft. Das war jetzt nicht so viel. Naja, auf jeden Fall gibt es noch viele andere Städte, die man freischalten kann. Gibt es auch, ja, hier in Deutschland gibt es München und das war's auch schon. Ja, die Städte sind natürlich von der Karte her alle verschieden. Da sind auf jeden Fall genug Herausforderungen für viel, viel Spiel. Das war Mini Motorways, liebe Zuschauer. Alle relevanten Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Spiel gibt es dann ab heute auf Steam. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.